musste vom Eis. Ohnehin der Strafbankkönig des ECH. Über 50 Minuten in 11 Spielen. Trauriger Rekord. Die Chance für die Gäste. Powerplay-Versuch. Aber dazwischen René Liddock. Pass auf Mark Morosti. Und Unterzahltreffer für Hannover. Das 1:0. Warum leicht, wenn es auch schwierig geht? Mit einem Mann weniger auf dem Eis. Die Führung durch Mark Morosti. Ohnehin die lebendige Eishockey-Legende in Hannover seit 88 beim ECH. Topscorer in der zweiten Liga. Der direkte Gegenzug. Preußen wenig geschockt. Das macht ein klasse Team aus. Auch Rückschläge werden verdaut. Bruce Hardy. Pass auf Holzmann. Tja, und der Ausgleich. Bitter für Hannover, das 1:1, genau 18 Sekunden nach der Führung. Tja, und da haben sie alle ein bisschen geschlafen in der ECH-Verteidigung. Holzmann ungedeckt, routiniert. Über 100 Länderspiele hat er auf dem Buckel. Gerade wieder neu berufen ins Nationalteam. Hartmut Nickel, erst einmal bedient, die schöne Führung so schnell dahin. Aber der ECH ließ sich nicht beirren. Bedächtiger Aufbau hintenrum. Und dann Blitzstell, steil gespielt auf Bögelsack. Klaus Merck mit dem Schläger noch dazwischen. Klasse vorbereitet von dem Mann mit der 17, Florian Funk. Und dann die Parade vom Preußenkeeper. Berlins Anhang, mittlerweile wieder hörbar ruhiger. Der Gegner der ECH machte das Spiel. Dann kleine Boxeinlage in der roten Ecke. Josef Lehner, sein Herausforderer vom ECH. Markus Bleicher, Volltreffer. Und ein ganz komisches Urteil des Referees. Nur Bleicher, der doch gar nicht richtig getroffen hatte, musste vom Eis. Hannover also wieder in Unterzahl. Was für ein Glück, muss man sagen. Erinnern wir uns ans 1:0. Und wiederum Konterchance für Bögelsack. Lässt sich aber zu weit abdrängen. Die Chance vertan. Aber klar erkennbar, Billy Flints Preußen nervös, anfällig an diesem Abend. Und der ECH spürte das, setzte nach. Mark Morosti. Überlässt Bleicher. Der Puck an den Pfosten. Und dann wieder Mark Morosti. Die erneute Führung für Hannover. Merck zum zweiten Mal geschlagen. Riesenjubel am Pferdeturm. Noch einmal Morostis fast lässiger Rückhandpass. Bleicher Schuss, durch Merck schon an dem Pfosten. Und dann schaltet Mark Morosti am schnellsten. 2:1 für Hannover. Noch 2 Minuten dann im Mitteldrittel. Konfusion vor dem ECH-Tor, gab es nicht so oft. Aber, und das sehen Sie gleich, wieder blitzschneller Gegenangriff. Günther Preuß allein vor Merck. Das 3:1 für den ECH. Wer hätte das gedacht? Klaus Merck, bitterböse. 2-Tore-Führung für Hannover nach diesem zweiten Drittel. Der Schlussabschnitt. Und man spürte, die Preußen hatten sich einiges vorgenommen. Drehschuss O'Regan. Tja, und da war es passiert, der Anschluss für den Tabellenzweiten. Es musste wieder gezittert werden. Aber Bange machen gilt nicht. Hannover stürmte mutig weiter mit Mark Morosti. Der Amerikaner nicht zu alten am heutigen Abend. Das 4:2 für den ECH. Mark Morosti schon jetzt Mann des Abends für die 5.500 in der Halle. Aber so schnell schießen die Preußen bekanntlich nicht. Vielleicht hatten sie ja noch was zu bieten. Und es sah so aus. Schorsch Holzmann, der da ganz knapp verfehlte. Hartmut Nickel äußerlich gelassen. Aber dann Berlin im Angriff. Pass, John Chabot und Jürgen Rumrich mit seinem Saisontor Nummer 15. Nur noch 4:3, Nerven behalten. In der letzten Minute. Berlin hatte den Torwart vom Eis genommen. Und Fehlpass hier. Der Weg frei für Günther Preuß. Uneigennützig auf Morosti. 5:3 der Endstand. Hannover schlägt den großen Favoriten aus Berlin. Nach den letzten Enttäuschungen diese, tja, man muss es schon sagen, Sensation.